Markus Babbel, ein letzter Blick zurück. Die ersten 25 Minuten gegen Vaduz waren nicht das Gelbe vom Ei. Schlussendlich nimmt man die 3 Punkte mit nach Hause. Welches Fazit ziehen Sie? Ja, das ist schön, dass wir trotz alledem gewonnen haben. Das ist wichtig, dass wenn man selber nicht ganz so gut drauf ist, wenn man selber Probleme hat im Spiel, dass man trotzdem gewinnen kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch für mich ein bisschen unverständlich, weil wir nach der Halbzeit sehr, sehr gut rauskamen, haben Vaduz unter Druck setzen können, schaffen den Ausgleich, wo man so das Gefühl hatte, so jetzt kippt es zu unseren Gunsten, dass wir dann völlig den Faden verlieren, haben dann unglaublich große Probleme gehabt mit dem Gegner, wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, haben dadurch eben Torschancen zulassen müssen und da hatten wir doch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, was mir dann wiederum sehr gut gefallen hat, dass wir es dann trotzdem geschafft haben, mit Einwechslungen wieder eine Stabilität zu bekommen, für Entlastung zu sorgen, dann das Spiel wieder in den Griff zu bekommen und ja, sich dadurch wieder Torschancen zu erarbeiten und schlussendlich dann für uns noch das 2:1 machen zu können, das war natürlich super. 6 von 7 Pflichtspielen hat man für sich entscheiden können in dieser Saison. Auch in Bern hat man nie gegen die Wand gespielt. Was macht man auswärts anders als in der Swisspor Arena, wo man noch den ersten Sieg sucht? Ah, gute Frage. Kann ich jetzt so ganz pauschal nicht beantworten. Das eine ist natürlich, wenn man auswärts ist, kommen die Gegner natürlich, stellen sich selten hinten rein, sondern sie müssen vor dem eigenen Publikum natürlich schon auch versuchen, nach vorne zu spielen. Das kommt uns natürlich zugute, dass wir ja jetzt nicht 10 Mann ausspielen müssen, wo dann vielleicht zu Hause eher dann sich zurückziehen. Das ist eben nicht ganz so einfach. Wobei ich sagen muss, die Heimspiele, die wir bis jetzt getätigt haben, haben mir eigentlich im Großen und Ganzen einfach gut gefallen. Wir haben die Gegner im Griff gehabt. Wir haben teilweise wirklich richtig gute Spiele abgeliefert. Ich denke nur an St. Gallen-Spiel, wo wir 60 Minuten fantastischen Fußball spielen. Es leider versäumen, die hochkarätigen Chancen, die sich geboten haben, für uns zu nutzen. Und dann musst du auch mal so eine unglückliche Niederlage hinnehmen. Auch gegen Grasshoppers, wo wir wirklich sehr, sehr gut ins Spiel kamen, Riesenmöglichkeiten hatten zum 3-0, 4-0. Wenn wir das geschafft hätten, weiß ich nicht, ob Grasshoppers nochmal zurückgekommen worden ist. Danach war es einfach ein tolles Spiel. Klar, nur mit einem Punkt, aber es war, denke ich, ein tolles Heimspiel. Auch gegen Basel, wo wir eine Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, uns da nicht belohnen konnten mit dem Ausgleich. Also die Leistungen waren bis jetzt soweit gut, okay, gut. Und jetzt gilt es eben, wieder eine gute Leistung zu zeigen und sich jetzt eben auch belohnen. Aber das wird früher oder später wird es passieren, wenn wir es schaffen, so einen Aufwand wieder zu betreiben, wie wir es in den vergangenen Heimspielen getan haben. Die Bilanz gegen den FC Zürich in den letzten Duellen ist eigentlich hervorragend. Was machen Sie, damit Ihre Spieler dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen? Also zur Arroganz haben wir keinerlei Anlass. Wir müssen schon wissen, dass mit Zürich ein sehr, sehr guter Gegner kommt. Ich erinnere nur an die letzte Saison im Heimspiel, wo wir 0-1 verloren haben. Also die Jungs haben Qualität, wenn man sie lässt. Und wir müssen wieder eine Top-Performance abliefern. Dann haben wir auch die große Chance, das Spiel für uns zu entscheiden. Aber das ist die Basis. Es gibt keinen Grund, arrogant zu sein. Wir müssen uns voll fokussieren auf die Aufgabe, müssen versuchen, wieder an unsere Grenzen zu kommen. Dann wird es auch für Zürich extrem schwer gegen uns. Aber wenn wir das nicht tun, hat eben auch Zürich die Qualität, uns zu schlagen. Beim FC Zürich steht ein alter Kollege von Ihnen an der Seitenlinie. Wie haben Sie die Mannschaft beobachtet? Was ist Ihnen aufgefallen unter einer neuen Leitung? Ja, ich kann jetzt, das Pokalspiel habe ich nicht gesehen, aber gegen Thun und gegen Lugano haben sie für mich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, haben Ball und Gegner sehr gut laufen lassen, haben sich auch da Vielzahl an Tormöglichkeiten erarbeitet, wo sie zum Teil genutzt haben, aber eben dann auch defensiv Fehler begangen haben, sodass sie sich nicht mit 3 Punkten belohnen konnten. Oder jetzt in Lugano, wo Lugano eigentlich keine Chance hatte, 6-7 hochkarätige Chancen, wo Zürich nicht macht. Da zeigt schon, die Jungs, die haben Qualität, wenn man sie spielen lässt, wenn man nicht richtig in die Zweikämpfe geht, wenn man nicht die Laufbereitschaft an den Tag legt, wenn man taktisch undiszipliniert ist, ist das schon eine Mannschaft, die das gnadenlos ausnutzen kann. Ich hoffe, dass sie am Sonntag nochmal vielleicht einen Tag haben, wo sie das Tor nicht so korrekt anvisieren wie jetzt in den letzten Spielen und darüber hinaus, dass wir schaffen eine gute Leistung. Danach wünsche ich natürlich Sammy alles erdenklich Gute. Also die Vorzeichen stehen gut, dass die Zuschauer in Luzern ein weiteres Spektakel erleben dürfen.
Ja, ich wäre natürlich wünschenswert. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es ein fantastisches Spiel wird, dass die Zuschauer eben begeistert nach Hause gehen. Aber das ist leider nicht ganz so einfach vorweg zu sagen. Es kann natürlich auch einen Gruselkick geben, was ich nicht hoffe. Wir sind schon gewillt, eine Top-Leistung abzuliefern. Da ist unser Fokus drauf. Ich denke, Zürich wird gehen mit derselben Einstellung zur Sache gehen. Dann sollte es eigentlich ein gutes Spiel werden. Aber das vorweg zu sagen, ist immer schwierig.